Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Becker am Start. Ich darf euch, auch wenn es vielleicht gar nicht angedacht war, auch heute wieder auf ein neues begrüßen. Die vorhergehende Retro-Tape-Session hat mich halt wieder auf den Geschmack gebracht und genau deswegen probieren wir uns heute zum dritten Mal in Folge wieder an einem Push-Gaming-Slot, zwar mit keinem Monsterguthaben, 7400 Euro stehen mir aber doch zur Verfügung. Und mit dem Guthaben probiere ich mich, wie man sich vielleicht bereits denken konnte, an ein paar Dinopolis freispielen. Und angehen werden wir das Ganze gleich wie beim letzten Mal. Ich kaufe mir statt einem großen Feature heute wieder ein paar kleinere. Der dahinterstehende Gedanke ist eigentlich selbsterklärend. Eine größere Stichprobe reduziert nicht nur das allgemeine Risiko, im selben Zug erhöht es auch die Chance auf ein gutes Feature. Und genau ein solches möchte man sehen. Ich meine, einsatztechnisch ist es sowieso irrelevant, deshalb geht es halt eigentlich nur um gute Gewinne und die bekomme ich heute hoffentlich zu Gesicht. Hoffe ich mal mindestens, ich meine, wir werden es ohnehin sehen. Ich fackel jetzt nicht lang rum, start einfach mit dem ersten 1000 Euro Feature. Zu Dinopolis muss ich glaube ich keine Worte verlieren. Ich habe den Slot schon dutzende Male angezockt. Für gute Gewinne bräuchte ich hier entweder die Münzdrops bzw. die umrahmten Münzdrops, die blinken. Oder die Gold Cards. Die Gold Card wäre im ersten Anlauf am besten. Bekommen tue ich die aber nicht sofort. Ich bräuchte halt die Gold Card, dann drei Wild Reels und irgendwie ein paar Hunderter Münzen. 10 Spins wären am besten. 8 sind aber auch so ganz solide. Ich bräuchte halt wie in so jedem anderen Progressive Game hier einige Münzen. Und vor allem ein paar Retrigger. Ab der dritten und vierten Stage wird es normalerweise recht interessant. Mal mindestens dann, wenn man halt die Walzen freischaltet. Ich könnte hier auch in jedem Retrigger nur einen Multi bekommen, wobei die Chance für Multi-Drops jetzt nicht allzu hoch ist. Man bekommt hier meist mal mindestens zwei Walzen. Die zwei Walzen müsste man dann halt im besten Fall auf einer netten 250er Münze verwenden. Bei einer solchen wäre man dann recht schnell recht gut im Geschäft, wobei das im ersten Anlauf wieder recht schwierig aussieht. Ich krieg zwar einen Retrigger, der kommt aber doch etwas spät, aber vielleicht besser spät als nie. Gib mir einfach die Gold Card und zwei Wild Reels. Der Multiboost ist mies, bringt mir, naja, sehr, sehr, sehr wenig. Selbes kann man eigentlich auch von 4 Spins behaupten, die sind zwar nicht schlecht in den 4 Spins, bräuchte ich jetzt aber mal mindestens 4 extra Münzen und die bekomme ich zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Da bin ich mal mindestens so frech und behaupte das, ich könnte die natürlich kriegen. Wahrscheinlich ist das Ganze aber nicht. Und genau das sehen wir auch beim Bonus. Ich kriege hier zwar die erste Animation, über 25% Cashback werde ich mich jetzt aber nicht gestellt freuen. Ich bräuchte für ein gutes Feature eben viele Münzen oder eine nette Verbindung auf einer 250er Münze. Die Multis multiplizieren sich hier nämlich wie bei so jedem anderen Push Gaming Slot gegenseitig. Genau deswegen ist der theoretische Maximalgewinn hier bei Dinopolis auch recht hoch angesetzt. Man kann hier meines Wissens nach entweder 20.000 X oder 50.000 X gewinnen. Beides wäre auf jeden Fall super, gib mir also bitte eine Gold Card, zwei Wild Reels und 10 Spins. Das wäre das beste Setup, vielleicht kommt es auf einen etwas größeren Einsatz. Ein Wild auf der 4 ist immer schwierig, ich würde fast schon sagen am schlechtesten. 6 Spins sind auch nicht gerade das Beste, ich kriege hier ein richtig schlechtes Setup. Vielleicht wird es wieder erwartend, aber selbst auf einen schlechten Setup, was ich bräuchte ja nur 5 Münzen. Wenn die kommen, passt es eh schon, sonst bräuchte man mit viel Optimismus 2 Wild Drops und eine 100er Münze, das wäre auch schon okay. Wobei die wohl nicht kommen wird. Allzu schlecht sieht es aber auch so nicht aus, es könnte ein Retrigger werden. Ein solcher ist es auch, ich bekomme einen extra Drop, beziehungsweise zwei extra Picks. In den zwei extra Picks hätte ich gerne eine Gold Card oder ein Multi-Reel. Nicht schlecht.
Gold Card hätte es eh keine gegeben, also ist das Second Reel wohl eher am besten. 5 Spins sind auch am besten, ich kriege hier einen richtig guten Retrigger. Setup-mäßig gar nicht so schlecht, ich hätte jetzt 7 Spins für 5 Münzen. Da gab es schon Unwahrscheinlicheres. Gib mir also bitte 5 blinkende Münzen, eine habe ich mal. Vielleicht kommt noch eine zweite. Nee. Aber besser eine als keine. Sag ich mal mindestens, gib mir bitte einfach ein paar extra Münzdrops. Vielleicht die Third Stage. Und irgendwie noch ein Retrigger. Wahrscheinlich sieht es nicht aus, es wird zwar ein mittelmäßiges Feature, ein Retrigger ist es aber auch nicht. Ich krieg hier insgesamt zwar ein bisschen Cashback, aber auch nicht die Welt. Es ist ein Break-Even-Feature, damit kann man leben. Freuen werde ich mich drüber, jetzt aber auch nicht. Ich meine, 50 Euro Profit sind komplett irrelevant. Genau deswegen kaufen wir uns das nächste Feature. Vielleicht wird das ja mal etwas besser. Gib mir eine Gold Card, 2 Wild Reels und 10 Spins. Okay, es ist mindestens mal ein Wild Reel auf der 2. Jetzt 10 Spins. Stark. Best possible Setup. Vielleicht geht sich was aus. Ich will es nicht verschreien. Das wäre jetzt aber mal ein interessantes Board. Gib mir also bitte mindestens mal einen Retrigger. Dafür bräuchte man, wie auch sonst immer, 5 Münzen, die noch nicht kommen. Ich verbinde hier zwar eine 10er Münze, die ändert aber auch wenig. Ich bräuchte ein paar blinkende Münzen und die kommen so langsam. Hier habe ich mal 2. Vielleicht wären es mehr. Okay, 4. Das ist gut. Wir brauchen eine mehr, dann wäre es der erste Retrigger. Normalerweise sollte die schon kommen. Kommt sofort. Perfekt. 5 Spins, erster Retrigger. Jetzt bräuchte man einen extra Wild Reel, im besten Fall auf der 3. Oder halt eine Gold Card, das wäre sowieso am besten. Ein Wild Reel auf der 4 ist zwar nicht das von mir erhoffte Ergebnis, ist aber auch gar nicht so schlecht. 2 Spins sind, nein, im Vergleich dazu dann doch etwas schlechter. Ist aber auch so ein Setup, welches mir vielleicht die dritte Stage garantiert. Es könnte sich rein theoretisch auf jeden Fall ausgehen. Weil mindestens dann, wenn ich halt noch 4 Münzen verbinde. Und 4 Münzen sind in 6 Spins ja nicht ausgeschlossen. Hoffe ich mal mindestens. Gib mir bitte jetzt ein paar Münzen. Halt die umrahmten Münzen, die anderen bringen mir eh nichts. Und ein bisschen Cashback, wobei das trotz gutem Setup wieder mager aussieht. Ich krieg hier kaum was, bekomme aufgrund dessen auch keinen Retrigger. Und ohne Retrigger geht sich dann natürlich auch nichts aus. Ich verbinde hier insgesamt zwar noch nette 40er Münze, das sind 1000 Euro. Ist also auch so wieder ein Profit-Feature. Freuen kann ich mich über das aber auch nicht, da wäre wieder mehr drin gewesen. Und bei den Einsätzen braucht man halt ein bisschen mehr. Genau deswegen kaufen wir uns jetzt ein größeres Feature. Das ist ein 5000 Euro Bonus. Beim 5000 Euro Bonus bräuchte ich jetzt irgendwie ein Wild Wheel auf der 2, das ich eh schon bekomme, und mehr als 8 Spins. 10 sind super, wieder best possible Setup. Diesmal auf einen guten Einsatz, gib mir also bitte mal ein gutes Feature. Mit 2 Münzen lässt sich starten. Vielleicht wieder 2 oder keine. Okay, doch 2. Es könnte interessant werden. Level up im dritten Spin. Das ist sehr, sehr stark.
Jetzt bräuchte ich einen Wild Trail auf der 3, bitte. Keinen Multiboost. Genau ein solcher ist es aber, es war eh klar. Schade. Aber mindestens 3 extra Spins. Besser als 2. Spinmäßig habe ich noch genug Spins für das nächste Level. Auf das hoffe ich natürlich auch, wobei sich mein Optimismus in Grenzen hält. Nach diesem Multiboost kommt meistens nichts mehr. Genau das sehen wir bis zum jetzigen Zeitpunkt auch wieder. Ich verbinde hier nur sehr wenig. Und daran ändert sich nichts. Es wird trotz Retrigger wohl ein deutliches Minus-Feature. Geschweige denn, ich bekomme in den nächsten 3 Spins noch 2 Münzen. Dann wären wir vielleicht noch irgendwie im Geschäft. Sonst wird's aber nichts. Also ganz und gar nichts. Ich krieg hier zwar ein paar Münzen all the way. Auf einem 3er-Multi ist es nicht super schlecht. Ein Retrigger wäre mir aber doch lieber gewesen und der kommt mindestens. Ich krieg einen Retrigger. Zwar keinen allzu guten, aber mal mindestens einen Retrigger. Jetzt eine Gold Card, 2 Wild Reels und irgendwie eine 100er Münze. Das wäre ein Traum-Setup. Ist aber halt wieder ein Multiboost. Dann werden es wahrscheinlich auch wieder 3 Spins. Genau so ist es. Ja, den Bonus können wir abschreiben. Setup-mäßig hätte es gepasst. Auszahlmäßig ist es aber doch auch so schlecht. Wobei schlecht das Ganze eh schon mehr als beschönigt ist, ist eigentlich super schlecht. Für die 3. Stage ist ein Minus-Feature echt bodenlos. Bevor ich mich jetzt aber noch lang drüber beschwere, kaufe ich mir einfach gleich das 2. Der 2. 4.750 Euro Bonus ist meiner. Wenn es kein guter ist, probiere ich mich nach dem noch an ein paar Spins. Vielleicht kommt ja irgendwie auf den 200er Bonus, das wäre auf jeden Fall super. Sonst hatte ich mal mindestens verhältnismäßig viel Spaß. Es war jetzt nicht die interessanteste Session, da hatte ich bei der letzten schon etwas mehr Spaß. Vielleicht wendet sich das Blatt aber auch noch irgendwie. Ich bräuchte jetzt ja nur 5 Münzen in 5 Spins. Oder irgendwie ein paar All-Away-Hits, die ich noch nicht so wirklich bekomme. Ich krieg zwar eine Münze, jetzt auch die 2. Und eine 3. Allein die bringen mir aber nichts. Ich brauche in den kommenden 2 Spins noch 2 Münzen und die müsste ich in einen Spin bekommen. Und die bekomme ich sogar. Ich dachte, dass die nicht kommen. 2 der letzten 3 Spots retten mich aber nochmal. Vielleicht kommt ja diesmal irgendwie mal ein Wild Reel. Ich nehme wieder die 2. Karte. Es ist ein Wild Reel auf der 4. Nicht katastrophal, aber auch nicht phänomenal. 2 Spins sind nicht der Rede wert. Ein Retrigger wird es keiner. Gib mir also mindestens mal eine gute Münzverbindung. Vielleicht eine 100er Münze auf beiden Multis oder eine 25er Münze oder irgendwas, weil es halt nichts wird. Es ist wieder ein Minus-Feature und da es ein solches war, probiere ich mich jetzt halt noch an ein paar 200 Euro Spins. Wenn ein Bonus kommt, kommt einer. Wenn keiner kommt, kommt keiner. Ich starte auf jeden Fall mal mit einem 2000 Euro Hit. So hätte es vorher laufen müssen. Ich kann mir dank der Spins noch einen Bonus kaufen und einen solchen kaufe ich mir auch. 4750 Euro. Vielleicht diesmal der erste gute. Ich bräuchte nur 10 Spins und zeitnahe Retrigger und dann in den Retriggern halt extra Reels. Setup-mäßig wird es auch diesmal wieder passen. Ich habe das Wild zwar auf der 4, es ist zum Start aber eigentlich eh irrelevant. Ich bräuchte halt zeitnah viele Münzen, zeitnah ein paar Retrigger, die mir noch gestohlen bleiben. Wobei ich mal mindestens 3 Münzen habe. Gib mir bitte noch eine. Besser jetzt als nie. Wobei es
Ja, jetzt mindestens kommt. Es ist ein Retrigger nach 7 Spins. Nicht schnell. Aber mindestens jetzt. Der typische Multiboost bringt mir nichts. Es werden wahrscheinlich auch wieder 2 Spins. 3. Sehr gütig. Vielleicht wird es ja auch so noch was. Ich bräuchte in den 5 Spins, die ich noch über habe, 4 Münzen. Das ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Mega wahrscheinlich ist es im selben Zug aber auch nicht. Ich krieg hier, so wie es aussieht, Push Gaming üblich halt super wenig. Und genauso ist es. Mit einem Retrigger wird es ein deutliches Minus-Feature. Aus 4.750 Euro werden genau genommen, ja, 400. Damit lassen wir es dann auch. Ich drücke noch 2 Spins durch. Bonus kommt keiner. Natürlich ein Bait, wer hätte es gedacht. Der Spin bringt mir auch nichts. Ein 100er Spin geht sich gerade so noch aus. Dann war es das für heute. Ich hatte mal wieder kein Glück, das gehört. Leider Gottes aber einfach dazu. Manchmal läuft es nicht und heute war wohl wieder einer der Tage. Über ein Like und ein Abo würde ich mich trotzdem freuen. Cheers!